Willkommen aber Leute, was geht ab? Ich bin's Kado Arcane. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Detective Conan Basic Ausgabe. Diesmal mit folgender Frage: Wie viel Zeit ist denn in Detective Conan schon vergangen? Die Frage ist eigentlich ziemlich einfach zu betrachten, oder? Denn wenn wir uns Detective Conan angucken, sehen wir mehrere Weihnachten, mehrere Valentinstage für uns klar. Es müssen mehrere Jahre vergangen sein. Dem ist aber nicht so, denn ganz ehrlich, unser Herz blutet doch. Unser Herz zerbricht, wenn wir mal Conan bei Ran sehen, so nah bei seiner Geliebten, aber doch so fern, denn es gibt nur einzelne wenige Augenblicke, wo er wieder zu Shinichi wird und in seiner vollkommenen Form, seiner Vollkommenheit, seine Geliebte Ran begutachten darf. Ist Gosho wirklich so grausam? Vielleicht weniger grausam, als wir denken. Denn Ende 2016 gab es ein interessantes Interview in Singapur. Dort hat er nämlich gesagt, dass seit Anbeginn der Geschichte, also mit Kapitel 1, was angefangen hat, mit der Folge 1, ist nur ein halbes Jahr vergangen. Also für uns nur ein halbes Jahr, Leute. Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, das müsst ihr euch mal reinziehen. Und von daher, wenn man das mal so abbiegt, wie oft sich jetzt schon Shinichi und Ran wirklich gesehen haben, dann geht das doch. Das ist ja dann mehr oder weniger eine Fernbeziehung, oder? Überlegt das euch mal. Ein halbes Jahr ist nun vergangen und es gibt natürlich diverse Spekulationen, wie weit geht denn die Story jetzt weiter? Manche munkeln ein Jahr, manche munkeln zwei Jahre. Das ist wieder theoretisch. Aber dass ihr auf jeden Fall mal wisst, grundlegend, es ist bis jetzt nur ein halbes Jahr vergangen in Detective Conan, Anfang Folge 1 bis Ende 2016. Das war's mit der nächsten Basic-Ausgabe, bis zum nächsten Mal, euer Kaito Arkai.